Ich sitze hier mit dem Ernst Wolf und wir sind am WEF, am Summer WEF in Davos. Und ich durfte gerade einer von den spannendsten Konferenzen beiwohnen, von einer extremen Klarheit, um was es jetzt wirklich in dieser Zeit geht und also was eigentlich wirklich passiert. Was mir manchmal fehlt, wenn man halt immer von diesen gesundheitlichen Aspekten spricht. Ich weiß, dass hintendurch eine Agenda am Wirken ist und du hast diese extrem klar angesprochen, du hast extrem von dieser Digitalisation gesprochen, dass es eigentlich darum geht, dass uns diese Digitalisierung einfach immer mehr in den Griff erhält. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also ich fände es schön, würdest du uns einfach eine Zusammenfassung machen, weil wir haben Viertelstunde Zeit, aber um was es jetzt im Moment wirklich geht, was passiert auf der Welt. Ja. Und dass wir uns dann vielleicht auch über Chancen unterhalten. Genau, genau. Ja, also ich denke, das, was wir im Moment erleben, ist das, was Klaus Schwab als den großen Reset bezeichnet hat. Also wir haben es mit einem Klaus Schwab ist der Vorsitzende und der Gründer des WEF. Und wir haben es mit einem Finanzsystem zu tun im Moment, das seit Jahren nur künstlich am Leben erhalten wird und das nicht mehr lange funktionieren kann. Und wir haben es mit einer Digitalisierung in der Welt zu tun, die rasant voranschreitet und deren schlimmstes Ergebnis die Abschaffung von sehr, sehr vielen Arbeitsplätzen sein wird. Also es wird damit gerechnet, dass in den nächsten 10 Jahren bis zu 80% aller Arbeitsplätze wegfallen. Gleichzeitig kann man dieses Finanzsystem auf normale Art und Weise nicht mehr am Leben erhalten. Also muss man irgendetwas tun. Und das, was im Moment getan wird, ganz offensichtlich ist, wird ein riesiges, großes Chaos angerichtet, um ein System zu schaffen, in dem die jetzt die Macht haben, die Macht auch behalten können. Nur das ist mit großen Problemen behaftet, weil, wie gesagt, das Finanzsystem so nicht mehr funktionieren kann und eine Welt, in der nur noch, was weiß ich, 20-25% Arbeit finden und die anderen irgendwie durchgebracht werden müssen, eigentlich schwer vorstellbar ist. Und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, diese Welt irgendwie zu schaffen. Aber diese Möglichkeiten bringen für die große Masse der Bevölkerung ganz erhebliche Nachteile mit sich. Jetzt, was uns direkt in der nächsten Zeit bevorsteht, ist auf jeden Fall, dass wir sehr viele Unternehmenszusammenbrüche sehen werden. Wir werden den Wegfall von ganz vielen Arbeitsplätzen sehen. Wir werden also auch soziale Unruhen in großem Maße sehen. Also uns stehen sehr unruhige Zeiten bevor. Wir dürfen nicht vergessen, es ist das erste Mal in der Geschichte der Weltwirtschaft, dass die ganze Wirtschaft praktisch zum Stillstand gebracht worden ist. Und die Konsequenzen dieses Lockdowns, die werden erst in den nächsten Monaten richtig sichtbar werden. Aber bei allem Negativen gibt es natürlich auch positive Aspekte. Also es werden sehr viele Leute mit diesem System selbst in Konflikt geraten. Viele Leute, die sich bisher nicht für Politik interessiert haben, werden alleine dadurch, dass sie ihren Job verlieren oder dass irgendwelche gesellschaftlichen Veränderungen, die sie selber betreffen, vorgenommen werden, werden die anfangen, sich Gedanken zu machen um dieses System und werden dann natürlich auch empfänglich für neue Ideen. Außerdem muss man sagen, dass dieses System tatsächlich auch nicht mehr auf Dauer am Leben erhalten werden kann. Alle Maßnahmen, die jetzt von den Ultrareichen oder von denen, die die Macht in der Hand halten, getroffen werden, sind alles immer nur provisorische Maßnahmen. Also die wichtigste provisorische Maßnahme, die jetzt geplant ist, ist, weil so viele Leute arbeitslos sind und als Konsumenten deswegen auch wegfallen, dass man diesen Leuten jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen zur Verfügung stellt. Das Helikoptergeld. Und das wird natürlich nicht bedingungslos sein, sondern dieses Helikoptergeld wird den Leuten nur deswegen gegeben werden, damit diese Leute das sofort in den Konsum stecken, damit die Wirtschaft irgendwie am Laufen erhalten bleibt. Das große Problem dabei ist, bisher ist das ganze Geld, was künstlich geschaffen worden ist, ist alles in die Finanzmärkte gewandert. Deswegen haben wir an den Finanzmärkten, also an den Aktienmärkten, den Anleihenmärkten und den Immobilienmärkten riesige Blasen im Moment. Wenn dieses Geld aber jetzt in Form von Helikoptergeld an die einfachen, normalen Menschen gegeben wird, dann fließt es in den Konsum, also wird es im Alltag ausgegeben, dann wird diese Inflation auch im Alltag ankommen. Und das wird bedeuten, dass das Helikoptergeld praktisch von Monat zu Monat immer weiter gesteigert werden muss und damit rutschen wir in eine Inflation, die irgendwann in eine Hyperinflation übergehen wird. Und Inflation und Hyperinflation bedeuten nichts anderes als Enteignung. Das heißt, mein Geld wird weniger wert, die Kaufkraft schwindet, ich werde weniger haben. Und viele Leute denken, dass man, wenn man eine Inflation hat, meinetwegen das System überlisten kann, man kann sich groß verschulden und man muss dann innerhalb der Inflation eben kann man es leichter abzahlen. Das wird garantiert nicht passieren, weil die Löhne in der Inflation nie mit den Preisen Schritt halten. Also die Preise werden immer schneller steigen, als die Löhne hinterherhinken. Und deswegen bedeutet das eine schrittweise fortschreitende kontinuierliche Enteignung der einfachen Leute.
Und darauf bereiten sich die Ultrareichen jetzt vor. Und dieses Helikoptergeld, das wird, wenn es kommt, nur über einen begrenzten Zeitraum wirken. Und dann werden wir vor den gleichen Problemen stehen, wie wir jetzt schon stehen. Genau. Und du sprichst auch eben von der Bargeldabschaffung. Die Bargeldabschaffung ist weit vorangeschritten jetzt in der letzten Zeit. Durch die Corona-Krise hat man den Leuten Angst gemacht, dass man sich über Bargeld infizieren könnte, was vollkommener Unsinn ist. Aber jetzt gibt es mehrere Pläne. Man kann zum Beispiel eine Steuer auf Bargeld erheben, sodass die Leute dann, wenn sie bar bezahlen, mehr bezahlen müssen, als wenn sie digital bezahlen. Genau das macht gerade ein Großunternehmen in Deutschland, die Großbäckerei Kamps. Die gibt die Steuererleichterung über die Mehrwertsteuer an die Leute nur weiter, die digital bezahlen. Und das ist ein Muster. Aber die wissen von noch nichts quasi. Die meisten Leute, die werden einfach sagen, weißt du, ich bezahle einfach weniger. Ja, wenn das Brötchen jetzt 2 Cent weniger kostet, dann nehme ich es eben. Sind sich diese Agenda überhaupt nicht bewusst? Das wissen die wenigsten im Moment. Aber das ist eben unsere Aufgabe, den Leuten klarzumachen, was da dahinter steckt. Und du sagst eben, die Aufklärung ist wirklich das Wichtigste im Moment. Also in diesem Prozess ist das Aufklärung auch. Das A und O. Man muss den Leuten sagen, was im Hintergrund abläuft. Dass wirklich diese Agenda da ist. Und es geht nicht nur um diese sanitären Maßnahmen. Das geht und man muss, aber auch sagen, man muss da auch angreifen, weil viele dieser sanitären Maßnahmen sind ja vollkommener Unsinn. Ja. Also ich finde, die unsinnigsten Maßnahmen sind jetzt, dass in Brüssel Fahrradfahrer eine Maske tragen müssen oder in Deutschland Ärzte, die einen positiven Test haben, weiterarbeiten dürfen, deren Angehörige aber nicht mehr zur Arbeit gehen dürfen. Das sind so viele so schwachsinnige Maßnahmen, die jetzt getroffen werden. Da kann man die Leute auch beipacken und sagen, denk mal drüber nach. Genau. Kann das vielleicht sein, dass das einen ganz anderen Hintergrund hat als die große medizinische Fürsorge? Genau. Und was tust du da vorschlagen? Du sprichst von alternativen Medien, dass man sich anders informiert. Was schlägst du vor? Ja, es gibt ja alternative Medien, die sehr hochgekommen sind. Also ich arbeite ja mit KenFM zusammen. Die haben ja sehr viele neue Abonnenten dazu gewonnen. Dann gibt es zum Beispiel in Deutschland Rubicon. Da gibt es aber auch viele andere alternative Medien, in denen man sich informieren kann. Hier in der Schweiz gibt es den Christoph Pfluger. Also da gibt es überall Leute, von denen man wirklich viel lernen kann. Genau, der auch da ist. Du hast was sehr Spannendes erzählt. Das ist noch nicht dein Ziel. Ah, gut. Ja. Du hast was sehr Spannendes erzählt und sehr Trauriges gleichzeitig mit deiner Enkeltochter. Ja, es geht darum, dass im Moment dass Homeschooling eingeführt werden soll. Der Hintergrund dafür ist, dass im Moment durch diese Krise... Also digitaler Homeschooling. Digitaler Unterricht für Kinder, die dann nicht mehr zur Schule oder in die Kita gehen, sondern zu Hause in ihrem Kinderzimmer sitzen vor dem iPad und so unterrichtet werden. Und das ist natürlich eine sehr traurige Entwicklung, aber die hat ihren Hintergrund. Der Hintergrund ist der, dass die Staaten sehr viel Geld ausgegeben haben in dieser Krise, jetzt vor einer großen Pleitewelle stehen, dass die Staaten also an allen Ecken und Enden sparen müssen. Und das Erste, wo immer gespart wird, ist bei den Sozialausgaben, bei den Ausbildungsausgaben. Und da wird man versuchen, jetzt möglichst viel Homeschooling zu machen, weil auf die Weise kann man viele Schulen einsparen, also die ganze Instandsetzung, die Wartung von Schulen. Man kann Lehrer einsparen, man kann ganze Gebäude auch verkaufen und sich damit wieder sanieren. Das Gleiche wird für Universitäten gelten. Und es gibt ein Beispiel in den USA, wie das Ganze wirklich, wie diese Agenda im Hintergrund funktioniert. Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, der hat gerade Eric Schmidt eingestellt, den ehemaligen CEO von Google. Der soll das Homeschooling im Staat New York organisieren. Und der Staat New York ist so immer so das Vorbild für alle anderen Staaten. Also da wird das Homeschooling direkt von dem CEO eines der mächtigsten Digitalunternehmen der Welt eingesetzt und durchgeführt. Alle unter gleichen Decke. Vielleicht ich sage dieses ganz große System, also wer dahinter steckt im Moment, man kann sagen, die an der Spitze dieses Eisberges sind mehrere Unternehmen. Das sind Amazon, Google, Apple, Microsoft und Facebook. Und auf der finanziellen Seite ist das in erster Linie BlackRock. Also es sind diese großen Unternehmensverwaltungen. Da gibt es BlackRock, Vanguard, State Street und noch einige andere. Aber der ganz große Player in diesem Spiel ist BlackRock. Die verwalten ein Vermögen von etwa 7,4 Billionen US-Dollar. Man muss sich nur vorstellen, das deutsche Bruttosozialprodukt, also die Gesamtheit aller erbrachten Dienstleistungen, aller produzierten Waren in einem Jahr in Deutschland liegt bei 4 Billionen. Da sieht man also, dass der Chef von BlackRock, Larry Fink, wesentlich mehr finanzielle Macht hat als die deutsche Bundeskanzlerin. Genau. Und die verwalten das. Das heißt, du hast den Unterschied gebracht zwischen verwalten und beraten. Ganz genau. Ja, BlackRock berät nicht, sondern BlackRock verwaltet. Das heißt, die nehmen die Gelder ein und deren Manager entscheiden dann über diese Gelder. Und BlackRock ist inzwischen so mächtig, die können jeden Markt der Welt in jede beliebige Richtung bewegen, so wie sie es möchten. Und dahinter ist die Digitalisierung. BlackRock wiederum ist beteiligt an all diesen Großkonzernen. Die halten riesige Aktienpakete dieser Großkonzerne und arbeiten auch mit denen direkt zusammen. Der dritte im Bunde sind die Zentralbanken, die auch wichtig sind, weil die Zentralbanken das Geld ja schöpfen. Und dieses Geld wird dann im Moment von den großen Zentralbanken
mit dem Berater BlackRock an die Wirtschaft vergeben. Also BlackRock berät sowohl die EZB als auch die amerikanische Zentralbank, die Federal Reserve, und sorgt selbst mit dafür, dass diese Gelder verteilt werden, zum großen Teil natürlich an Unternehmen, an denen BlackRock wieder beteiligt ist. Genau. Und du hast auch ein Buch geschrieben über die Erschaffung des Geldes. Ich habe ein Buch geschrieben über den Finanztsunami, der sich gerade im Moment ereignet. Ich habe ein Buch geschrieben über den IWF. Und ich habe im Internet, ich habe jetzt das nächste Buch, was erscheint im nächsten Monat, ist der Wolf of Wall Street. Da sind meine ganzen Erklärungen, die auch im Internet unter YouTube zu finden sind, mit einem großen Begleittext, einem Einleitungstext. Das wird im Oktober jetzt auf den Markt kommen. Und ich habe bei YouTube einen Vortrag über die Geschichte des Geldes, wo also die 3000-jährige Geschichte des Geldes ganz in den Einzelheiten nochmal auseinandergenommen wird. Okay, das ist super spannend, das anzugucken. Wie verhältst du dich jetzt zum Beispiel mit Facebook? Tust du noch über Facebook Ich mache das noch, weil ich Leute versuche, möglichst viele Leute zu erreichen. Es gibt natürlich Schwierigkeiten. Mein Twitter-Account ist zwischendurch mal gesperrt worden. Bei YouTube werden relativ viele Videos schnell entfernt, aber ich habe inzwischen auch ein bisschen dazugelernt. Ich weiß jetzt, welche Wörter man da nicht benutzen darf und bei welchen Wörtern man sofort gesperrt wird. Also da versuche ich jetzt eben drum herum zu arbeiten. Aber die Arbeitsbedingungen sind in den letzten 6 Monaten stark erschwert worden. Genau, aber du hast einen Anlauf und einen Erfolg wie nie zuvor, von dem her, von der Aufklärung. Nun, ich merke, dass diese Aufklärungsarbeit auf immer fruchtbareren Boden stößt und das macht mir natürlich auch Mut bei der Arbeit. Mhm, nicht? Genau. Vielleicht kommen wir noch mal schnell zurück zu deiner Enkeltochter, weil die Geschichte haben wir nicht erzählt. Ja, genau. Wie gesagt, also was mich auch mit sehr motiviert, diese Arbeit fortzusetzen, ist, dass ich mitbekommen habe, dass meine Enkeltochter im Rahmen der Corona-Krise nicht in die Kita durfte, zu Hause bleiben musste und mit ihrer besten Freundin nicht spielen durfte. Ja, sie ist 5 Jahre alt jetzt. Und sie durfte nicht mit ihrer besten Freundin spielen und durfte dann also mit der nur über den iPad Kontakt haben und hat dann jeden Tag in ihrem Kinderzimmer 3 Stunden lang das iPad aufgestellt und so mit ihrer Freundin dann spielen müssen. Und das muss ich sagen, da habe ich also durch das Sehen dieses Bildes habe ich gemerkt, da ist irgendwas ganz, ganz falsch und da ist irgendwas, was man unbedingt ändern muss. Genau, und da hast du jetzt nicht von der Strahlung gesprochen, die natürlich extrem schlecht ist für die Kinder und für alle Leute. Vermutlich auch noch, ja, genau. Genau. Aber es ist auch der fehlende soziale Kontakt und das finde ich ist wirklich ein Verbrechen an den Kindern, was im Moment vorbereitet wird. Ich finde, Kinder müssen möglichst viele Sozialkontakte haben und dazu gehört auch der Besuch einer Schule. Also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, ich erinnere mich wenig an meine Lehrer, aber ich erinnere mich viel an den ganzen Unfug, den ich mit meinen Freunden gemacht habe. Und das war für die Prägung meiner Persönlichkeit wichtig. Und das wäre ganz, ganz schrecklich gewesen, wenn das alles weggefallen wäre. Und ich will dafür sorgen, dass das bei meiner Enkelin geändert wird. Und deswegen, das ist auch ein Motiv, warum ich hier sitze und warum ich meine Arbeit mache. Und in der Konferenz vorher habe ich da angebracht, das mit der Liebe, oder? Und auch mit dem Glauben, auch an Gott und sich verbinden mit der geistigen Welt. Weil für mich ist all das, auch das Digitale, das ist noch die materielle Welt. Ja, klar. Also es ist natürlich verbunden, aber sie schwingt relativ tief. Ja. Und dann gibt es diese geistige Welt. Und ich glaube, also wie siehst du das, dass da wirklich eine große Aufgabe ist, dass wir uns verbinden, mit wem wir wirklich sind, dass wir wissen, dass wir das nicht brauchen. Es gibt sogar Telepathie, es gibt so vieles, es gibt einen Austausch mit allen Elementarwesen, mit allem Beleben. Alles lebt. Genau, oder? Ja. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann müssen wir uns auch nicht mehr auf diese Computer und alles. Also es gibt einen anderen Weg. Das denke ich auch, aber das ist so, dass jeder hat ja nur so seine begrenzten Möglichkeiten. Und ich sehe meine begrenzten Möglichkeiten. Ich kenne mich jetzt im Finanzsystem und in dem ganzen Digitalsystem recht gut aus und versuche den Leuten jetzt zu erklären, was diese zweite Agenda ist. Und alles andere überlasse ich dann Leuten wie dir, die das besser erklären können. Aber was die Liebe angeht, na ja klar, also man muss die Menschen schon mögen, also sonst kann man diese Arbeit nicht machen. Und wie gesagt, ich habe es ja gerade erklärt, die Liebe auch zu meiner Enkelin, zu meinen Kindern. Ich möchte natürlich, dass meine Kinder und meine Enkel in einer besseren Welt aufwachsen. Und deswegen möchte ich nicht, dass wir alle jetzt in ein finanziell digitales Gefängnis geführt werden und darin eingeschlossen bleiben. Sind wir einverstanden? Das ist meine Motivation. Tausend Dank wirklich im Namen aller für deine gerne. Tolle Arbeit, Ernst. Vielen Dank, dass wir das Interview machen super. Durften. Ich bin super happy. Ja. Danke. Ich habe es auch gerne gemacht. Danke. Danke. Dankeschön.